Herzlich willkommen zum neuen Video. Da, wo wir das letzte aufgehört haben, fangen wir das neue natürlich gleich wieder an. Also ich habe jetzt schon mal hier so ein bisschen gehackt. Das ist noch. Und damit wir heute noch fertig werden, machen wir jetzt weiter. Next to fail. So. Also, so geht's. Bevor es langweilig wird, mache ich aussehen und später wieder. So, hier vorne die Dinger da, das Gestrüpp, Wildwuchs, das will ich jetzt wegmachen. Das war früher mal hier unser Fahrsilo, da hatten wir Grasilage drin. Schon seit, keine Ahnung, 25 Jahren wieder benutzt. So sieht es halt da aus und das muss jetzt mal ein bisschen ordentlich. Ja. Das ist heute der perfekte Tag dafür. Dann fange ich jetzt mal an. So, die Schaufel ist voll. Jetzt fahre ich erstmal heim, mache sie leer, dann kommen wir wieder zurück. Also hier vorne. Stehen jetzt noch zwei. Und die machen wir dann auch noch weg. Guck ich mal, vielleicht auf der anderen Seite.
da auch noch was zu schneiden ist. Und vielleicht können wir noch nicht aufholen. Und so wie es aussieht, geht's nächsten Samstag in Waldholz machen. Da habe ich vorhin mal telefoniert und das könnte durchaus was werden, dass wir nächsten Samstag im Waldholz machen. So, jetzt machen wir hier auf der anderen Seite weiter. Hier habe ich schon ein bisschen weggemacht. Ne, das kann alles nur weg. Aber ich denke mal, wenn der hier noch klein ist, dann haben wir die Schaufel wieder voll. Ich glaube, dann reicht das auch für heute. Ich habe abgekippt und mal gucken, was wir da noch machen. Also bis später. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen gehackt. Also heute haben wir den 24. glaube ich. Ja, 24. Januar. Gesägt habe ich das Holz am Samstag. Sind schon wieder ein paar Tage rum. Ist immer so mit der Zeit so eine Sache. Mit der Helligkeit. Ich glaube, es wird auch gleich schon wieder dunkel. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe. Also das war das Holz vom ersten Mal. Das waren jetzt hier drei Frontblätter, Schaufeln voll. Mal sehen, wie weit ich heute komme. Und hier jetzt noch mal kurz. Das hier drüben ist die Scheune von meinem Vater. Das erkläre ich aber später noch mal. Ich weiß nicht, ob man sieht. Da ist einmal hier vorne da. Die Ecke ist beigemauert. Dann sieht man hier, ging es gerade hoch. So. Das war die alte Scheune. Da war das Dach halt, sagen wir so, und oh, so. Dann kam die Ecke noch dran. Und dann kam der ganze Rest bis dahin raus. Dazu kommt aber mehr. Im 500 Abo Spezial, weil ich so super Community habe, wachsen wir jeden Tag. Es werden jeden Tag mehr, sind schon weit über 500. Ich wollte jetzt nur mal warten, bis mal ein bisschen Sonne scheint, ein bisschen vernünftiges Wetter ist. Oder vielleicht fällt da noch mal Schnee. Da habe ich mir schon was vorgenommen. Dann
stelle ich den Betrieb bei einem 500er Abo Spezial vor. Unter anderem, wie gesagt, auch hier die Gebäude. Also das ist die Scheune bei meinem Vater. Das hier ist die Scheune bei mir. Das sind eigentlich zwei Höfe nebeneinander. Im Garten hin hängen wir zusammen. Hier vorne auf der Straße. Hey. Dann sehe ich jetzt nichts mehr. Jetzt sehe ich wieder was. Vorne auf der Straße nicht. Ist noch ein Haus dazwischen. Aber das kommt alles, wenn es soweit ist. Und das wird nicht mehr so lange dauern. Also, ich mache jetzt noch mal ein bisschen weiter. Und dann will ich mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ich wollte es auf jeden Fall noch wegräumen. Nicht, dass hier wieder auf dem Hof rumliegt und vielleicht auch drauf regnet und nass wird. Ja. So, und der Martin hat gesagt, der Ton bei der GoPro wäre besser. Ich weiß nicht. Ich finde es auch, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es einen Unterschied gibt, was ihr besser findet. So, jetzt habe ich hier gerade mal gehackt. Und der liegt hier. Liegt ein Wurm. Da steckt noch einer drin. Sieht man, ja. Also ich nehme mal an, das ist ein Holzwurm. Vielleicht weiß das ja jemand. Also so sieht er aus. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Da wohnt sein Bruder. Läuft's. Mir scheint. Jetzt mal wieder aus dem LKW. Also gestern Abend. Das Holz habe ich noch alles weggeräumt. Da war es natürlich wieder dunkel, wie das halt so ist. Und die ganze Spreiselzeug bis hier beieinander gekehrt. Die Hälfte ungefähr von dem Haufen habe ich jetzt weg. Sehen, ob heute Abend noch was geht. Ansonsten wird das diese Woche wohl eher nichts mehr werden. Heute Morgen Abend habe ich noch einen Termin. Das dauert länger, beziehungsweise fängt früher an und dauert länger. Und ihr wollt ja am Samstag wieder ein Video sehen. Dann hat sich ja bei dem letzten Video herausgestellt. Also erstmal Daumen hoch. Community, ihr guckt das Video anscheinend doch bis zum Ende, weil glaube nie einer Statistik, die man nicht selber gefälscht hat, weil laut Statistik Anschauungsdauer von 3,5 bis 4 Minuten oder so. Es variiert natürlich immer ein bisschen von Video zu Video, aber gut, ist auch nur eine Statistik. Wie gesagt, ich finde das klasse. Ihr habt Bock. Ich hab Bock, also machen wir weiter, aber jetzt nicht mehr in dem Video, weil ich will es auch nicht so lang machen. Ich denke immer so um die 15 Minuten, 20 Minuten ist lang genug. Das sind auch die Videos, die ich am liebsten gucke. Ja, aber das Thema hatten wir ja schon. Dann wollte ich noch kurz sagen, gestern war ich mit dem Absetzer in der Brauerei. Das sind ja nur Luftlinie, weiß nicht, 400 Meter, glaube ich, von der Firma aus.
Da habe ich einen Container gestellt für Hafer, Treber und Absetzer fahre ich eigentlich nur, wenn man nur der Mann ist oder wie halt jetzt, der Kollege ist krank. So, Kreisverkehr. Wissen wir, wie es wird? Ja, wissen wir. So. Also Kollege ist krank und dann musste ich gestern einen Absetzer fahren. Und wie ich halt so bin, habe ich da direkt mal streck ausgefragt, wann dann das Bier fertig ist, wann man das mal probieren kann. Und da hat der Mitarbeiter gesagt, da gibt es kein Bier, weil dieser Hafer kommt wohl, also der hat mir nichts Genaues gesagt, weil dürfen die ja auch nicht und ist auch egal, ist ja alles richtig. Ich habe nur mal so einfach mal gefragt, hinterherum, wie es vorne rum aussieht. Auf jeden Fall kommt der Hafer wohl da ins Sudhaus in den Kessel und wird dann irgendwie gekocht und gemacht und getan. Und das, was dann da rauskommt, diese Flüssigkeit oder wie auch immer oder was weiß ich, wie man das nennt, auf jeden Fall wird da draus dann nachher später Hafermilch gemacht, hat er gesagt. Die spalten das irgendwie auf und dann kommen Enzyme dazu und was weiß ich, frag mich nicht, schlag mich tot. Und das gibt auf jeden Fall Hafermilch. Ja, vielleicht hole ich den Container heute, weiß ich nicht, je nachdem wie das wird. Wenn ich ihn hole, halte ich die Kamera nochmal drauf, weil sieht aus wie Treber. Aber halt gelb, ich sag mal normale Treber, Biertreber, der ist mehr so bräunlich. Das ist halt gelb wie Hafer. War auf jeden Fall interessant, wieder was gelernt. Wir lernen hier immer wieder dazu. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Also mit den Abos muss ich sagen, werden jeden Tag mehr. Weiter so, kostet kein Geld, tut keinem weh. Und mir macht Spaß. In diesem Sinne würde ich das Video dann jetzt hier beenden.